Die Leute wissen ja noch gar nicht, was für Schuhe das sind. Die Leute wissen teilweise gar nicht, was es für Schuhe sind. Ja. Das ist zwar ein bisschen traurig. Und das ist Levi's Red Tab. Das sind halt Hosen, die bekommst du im Prinzip auch nicht. Die sind eigentlich unbezahlbar. So, das sind schon mal Schuhe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ach, hast du das nicht mitbekommen? Nee, hab ich nicht mitbekommen. Nee. Jo Leute, was geht ab? Ich bin Leon und willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir bei jemandem zu Hause und zwar bei Money Mark. Was geht ab? Alles gut. Ja, Leon. Geil. Lion oder Leon? Was denkst du? Lion. Falsch, Leon. Leon, ja. Ja, viele, wird aber Lion geschrieben. Genau. Ja, viele sagen aber auch erstmal Lion. Ja, also Leon. Leon ist auch geiler, muss man einfach mal sagen. Ja, ja, wir sind hier bei mir zu Hause auf jeden Fall. Leon hat angefragt, wie sieht's aus, was geht ab, Kleiderschrank, dies, das, Ananas. Ja, genau. Ich bin dabei, ne? Warum nicht einfach mal machen? In deinen Videos sieht man ja relativ häufig coole Klamotten. Vor allem auch die Schuhe, diese Nike-Schuhe, die du mal anhattest. Ja, genau. Und da dachte ich mir, gucken wir mal, was du so da hast. Da gucken wir mal einfach rein. Und ja, wo ist dein Kleiderschrank? Genau, hinter uns. Ach, hinter uns. Können wir einfach mal reingehen. Ja, genau. Mal rein. Legt es sogar schon zufällig an. Wir können ja mal direkt anfangen hier bei den Schuhen. Die habe ich mir damals bei eBay habe ich mir die gekauft. Ja. Und zwar habe ich da tatsächlich irgendwie die ersteigert. Also ich habe erstmal überlegt, ungefähr 2 Stunden. Ne? Auktion lief und lief. Okay. Es war genau an dem Tag und dann habe ich überlegt, ey, soll ich mir die holen? Weil das halt war teuer. 2600 Euro habe ich ausgegeben für die Schuhe. Ja. Die heute zwischen 10.000 und 15.000 wert sind. Wenn nicht, muss man sogar mehr bezahlen eigentlich. Aber so in dem Dreh. Hab davor gechillt und dann habe ich die ersteigert. Dann kam eine Nachricht, wir liefern nicht nach Deutschland. Habe ich gedacht, ach so, okay. Ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich brauchte also eine Adresse in Amerika. Habe ich überlegt, beim Label angerufen, bei Conto Records damals. Die hatten dann auch ein Büro in New York und dann haben die das in die Hände genommen und dann wurde das dahin geliefert. Glück gehabt. Glück gehabt. Aber die Schuhe hier, das ist halt wirklich, wo stellen wir die am besten hin? Ich lege die mal hier oben einfach Die auf. Leute wissen ja noch gar nicht, was für Schuhe die das Leute sind. Die Leute wissen teilweise gar nicht, was es für Schuhe sind. Ja. Das ist zwar ein bisschen traurig, aber für die Millennium Kids sagen wir mal so, aber da gibt es auch viele junge Leute, die das auf jeden Fall kennen. Zurück in die Zukunft kennt jeder gerade, vor allen Dingen der zweite Teil, das ist der beliebteste. Ja. Und das sind die Schuhe halt, wo er halt diese Future-Sachen anbekommt. Auch die Jacke, die sich selbst trocknet, die sich anpasst an der Größe, die muss ich mir eigentlich auch noch zulegen. Aber gut, whatever, die gibt's aber nicht. Aber die Schuhe gibt's tatsächlich, die wurden von Michael J. Fox und Nike halt hergestellt. Das ganze Geld wurde dann halt auch, was die da eingenommen haben, dann, der hat zwar so eine Stiftung mit, wie heißt der denn, Parkinson. Okay. Dings, wurde alles gespendet. Und das sind halt die Schuhe. Ne? Ich weiß nicht genau, wie oft es die gibt. Die gibt es aber sehr, sehr selten. Kann man bei eBay mal nachschauen. Die sind wirklich ultra rar. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, wie viele Modelle es natürlich gibt. Wie viele Modelle kann ich dir nicht genau sagen. Also ich muss da jetzt echt lügen, aber weltweit würde ich jetzt einfach mal sagen, maximal vielleicht 1000. Aber ich würde eher sagen, noch viel, viel weniger. Können wir mal rausholen? Kann man mal, kann man mal eine Nachricht erstellen. So, das ist der Schuh. Ah ja. Der ist ja auch, also der ist ja noch nagelneu. Der ist nagelneu, nie getragen, ja. Den werde ich auch nicht tragen. Ich habe noch ein paar Replikas, die habe ich mir davor mal zugelegt. Okay. Und das ist halt natürlich ist ja einer der Sneaker-Schuhe, also gerade bei den Sneakerheads auf jeden Fall, wo man sagt, ey, das ist der Schuh, ne? Und im Prinzip. Würdest du den verkaufen oder willst du den behalten? Ich würde den auf jeden Fall nicht verkaufen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe ein Angebot gehabt, die hätten mir sofort 10.000 Euro Cash gegeben. Okay. Und nee, den würde ich nicht verkaufen. Ja. Also es sind eigentlich Schuhe, die sind unbezahlbar, weil die bekommst du die einfach die nicht. Ne? Wenn ich den jetzt verkaufen würde für 15 oder für 20.000 Euro, dann kriegst du den halt nicht mehr. Das war es dann gewesen einfach. Ne? Ja. Also wenn, dann müsste man halt wirklich ganz lange suchen und ganz lange recherchieren und so weiter und so fort. Aber das sind halt echt die Schuhe, ne? Wahnsinn. Also du bist auch so ein Sammler für Schuhe, sag ich mal. Ja, gerade limitierte Sachen und so, da catcht man mich immer. Also gerade limitierte Sachen oder so, denn wenn irgendjemand mir sagt so, hey yo, die sind limitiert oder das kriegst du halt selten, dann muss ich mir das eigentlich für was zulegen, wenn es nicht ganz so teuer ist halt. Ja. Ja, das sind sie. Unfassbar. Die Leute, die blinken auch hier unten, ne? Also da gibt es ein Ladekabel. Die blinken dann hier, da und hier vorne. Okay, kann man auch aufladen. Kann man aufladen. Okay. Ja, und die Replikas sind sehr bequem. Wie gesagt, ich war doch noch nie mit meinem Fuß drin. Mhm. Sehr geil. Nagelneu. Nagelneu im Prinzip, genau. Aber bei 50.000 würdest du dir das nochmal überlegen, ne? Boah, ja, ich denke schon, da würde ich es mir wirklich überlegen, ja, das stimmt allerdings. Ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz großer Schatz von mir.
Ja, super nice. Das war's auch mit dem Video, Leute. Wir haben alle was zu brauchen. Wir haben alles. Nein, Spaß. Ja, okay. Ich habe noch ein paar kleine Highlights. Also was heißt für Keller? Viele kennen Levi's, ne? Levi's, hier ja. Zum Beispiel, Levi's hat mal was rausgebracht und zwar nennt sich das Levi's Red Tab. Okay. Das sind die ersten Levi's-Hosen, die sie überhaupt mal hergestellt haben. Das waren Arbeiterhosen und Hosen für einen Knast. Mhm. Tatsächlich, ich, wie gesagt, muss nicht alles stimmen, was ich jetzt sage, aber so wurde es mir erzählt. Und das ist Levi's Red Tab. Das sind halt Hosen, die bekommst du im Prinzip auch nicht. Die sind eigentlich unbezahlbar. Ich habe danach wirklich, ich habe mir mal in Berlin Mitte, da hat der Chef von dem Levi's-Laden gesagt, komm, ich kannst mal mit in den Keller kommen und ich habe da was für dich. Weil sie das vorne im Schaufenster ausgestellt haben. Eine Hose halt mal, das war original sogar die hier gewesen. Habe ich die noch da? Ich glaube nicht. Aber die haben alle so den Style halt, ne? Okay. So, und die Hosen bekommt man halt im Prinzip gar nicht. Und die habe ich halt eine ganze Weile getragen. Ich habe mir dann damals 2009 zwei Stück gekauft. Mhm. Und dann jahrelang gesucht, nichts gefunden. Man findet auch nichts im Netz und die, das, es sind halt, die gehören normalerweise ins Levi's Museum. Da habe ich tatsächlich nachgefragt im Levi's, also es gibt so einen Store, da verkaufen die ganz normale Levi's Sachen. Und da hat mal ein Typ gearbeitet, der hat dann irgendwann aufgehört, hat sich mit denen, glaube ich, gefetzt oder so, keine Ahnung. Okay. Und der hat damals diese ganzen Sachen, die Levi's irgendwie mal als, was weiß ich, das ist so Showroom-Sachen im Prinzip, ne? Mhm. Der hat die dann mitgenommen und da hatte ich mal angefragt, der hat mich angerufen und gesagt, ey, ich habe ein paar Sachen für dich, vielleicht willst du die haben. Davon habe ich halt die hier. Okay. Das kann man auch hier sehen, Levi's Red. Also die Kollektion heißt Red Tab. Und du hast zwei Stück, oder? Nee, ich habe mir gleich total viele geholt und ich habe mir auch ein paar durchgeknallte Sachen gekauft. Und zwar, ich glaube, das Ding hier, das passt mir nicht. Ich habe das auch mal angezogen tatsächlich, aber das Ding hier. Aber die Hose hier, hattest du die schon an? Weil die sieht nach. Ja, die habe ich. Nee, warte mal, die habe ich glaube ich nicht angehabt. Ich habe glaube ich insgesamt so. Wie viel habe ich mir geholt davon? Ich kann es dir nicht genau sagen. Okay. Hier, guck dir das mal an. Guck dir mal die Hose, ich muss dich mal vom Boden legen. Ist das so passend? Ey, ich musste die holen, weil klar, die. Ja. Weißt du, damit das siehst du natürlich aus. Ich weiß gar nicht, warum die dich gemacht haben. Guck jetzt. Das sieht schon geil aus. Ist schon krass eigentlich, ne? Weil ich musste die haben, weil es die halt auch nicht gibt. Ne? Du kriegst die Hosen halt nicht so. Ja. Ansonsten sind die halt, ja, special-mäßig habe ich halt die halt noch. Für Levi's. Warte mal, steht hier irgendwas drauf? Genau, hier steht das halt auch. Ja, whatever. So, die haben halt so einen, diesen typischen Knast-Style. Man krempelt halt das hoch und so weiter, wie so eine Cabrio-Hose im Prinzip. So hat man die getragen. Okay, und als du die gekauft hast, ne? Ja. Was hast du bezahlt für die Hosen? Ich habe einen Pauschalpreis. Ich habe mir, glaube ich, insgesamt, weiß ich gar nicht, 6-7 Hosen geholt, alle in dem Style. Und habe insgesamt ausgegeben, glaube ich, 2000 Euro. 2000. Für 5-6 Hosen. Und dann hat er mir noch ein paar Sachen on top gepackt und so. Normalerweise kosten die Hosen pro Stück ungefähr 300 Euro, aber eigentlich unbezahlbar, weil du die halt auch nicht mehr bekommst. Ja, okay. So wie diese Nike Max auch, ne? Ja. Die bekommst du einfach nicht. Da kannst du recherchieren, wie du willst. Also ich habe auch rausgefunden, die werden auch nie irgendwie sowas mal herstellen. Wurde mir gesagt, weiß ich nicht, ob sie es machen oder nicht, aber so ist das halt, ne? Und hast du das bisschen verfolgt, was die jetzt wert sein könnten, oder? Ehrlich gesagt nicht. Also mir wurde nur einmal gesagt, weil ich hatte die einmal an in Levi's Store, ja. So eine Hose. Und mir wurde gesagt, der hatte gefragt, was hast du denn da für eine Hose an? Ich war so ein Levi's und dann meinte er so, ey, das sind doch die Red Tab. Scheiße, die gehören auch ins Museum. Ach so, okay. Also ich denke mal, im Prinzip kann ich da so gesehen summenmäßig gar nichts sagen, weil die sind halt, findest, kriegst du halt nicht. Ne? Was haben wir noch? Was willst du noch was sehen? Ja, na klar. Welche Jacke halt auch geil ist, oder was man noch zeigen kann, ist die hier. Die habe ich auch schon gut zerrockt. Das sind die Kollaborationer, wie nennt man das? Oder Kollabos abgekürzt. Wir Kollabo machen, sagen wir mal einfach. Besser. Von Star Wars und Adidas. Star Wars und Adidas. Genau. Die Jacke habe ich mir damals geholt, fand ich mega geil. Habe ich auch des Öfteren gesehen. Halt auch ultra rar, weil es da irgendwelchen Beef gab. Und mega geil. Die haben halt auch nicht nur die Jacke gemacht, sondern halt auch Schuhe. Kann ich dir auch mal zeigen.
Und diese Jacke, das ist ja auch eine limitierte Jacke, ne? Das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, weiß nicht, ich bin ja limitiert, also gerade wenn limitierte Sachen am Markt sind, kaufe ich mir die sofort eigentlich. Aber die kriegt man nicht, ne? Die kriegst du, glaube ich, auch nicht mehr, ne. Da muss man halt auch googeln und gucken. Ja. Und die haben halt auch Schuhe gemacht, kann ich euch zeigen, und zwar die hier. Das sind leider nicht alle, aber das sind halt die Schuhe, die sie auch noch gemacht haben. Schön verstaubt, hätte ich mal abstauben sollen, aber scheißegal. Ja, alles gut, komm mal ein bisschen näher. Also das sind schon mal Schuhe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ach, die hast du das nicht mitbekommen? Ja? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ach, nee. Okay, alles klar. Ja, das ist halt auch so eine absolute Special Edition. Die gab es halt tatsächlich eigentlich überall bei den Adidas Store und so und musste mir die halt auf jeden Fall zulegen. Ne? Ach, beim Adidas Store gab es sie direkt? Chewbacca-Schuhe gemacht, Luke Skywalker, Yoda-Schuhe. Die Sachen, wenn man die bei eBay oder wenn man da Interesse hat, da so ein paar Schuhe sich zu ergattern, kann man bei eBay die noch relativ günstig ersteigern. Okay. Aber man muss halt auch ein bisschen was hinblättern auch. Was heißt denn günstig für dich? 500, 600? Nee, Quatsch. Also ich weiß nicht, den aktuellen Preis weiß ich nicht. Bei denen hier, da musst du 300 Euro, glaube ich, hinblättern. Das sind die seltensten. Ja, okay, das die geht Skywalker, das geht noch, aber trotzdem schwer, ein paar zu finden, auch in der entsprechenden Größe halt, ne? Ja, okay. Und die hier unten? Das sind, genau, die habe ich mir auch, glaube ich, vor 10 Jahren mal zugelegt. Das ist auch eine Collab von Jeremy Scott und Adidas. Ja, der Jeremy Scott hat mega verrückte Sachen halt hergestellt. Ja. Und, Ach stimmt, die nennt man auch Jeremys, ne? Kann sein, weiß ich nicht genau. Ja, genau, auf jeden Fall. Und die waren auch teuer gewesen, aber es ist alles noch so mehr oder weniger im Rahmen. Ne? Ja. Also so 200, 300 Euro oder so, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich die meisten Sachen noch gar nicht gesehen habe. Ne? Kenne ich gar nicht. Ja. Also bisher in meinen Videos, ich habe schon ein paar Raritäten gehabt, ne? Aber sowas in die Richtung noch gar nicht. Ach, das ist krass. Ja. Okay. Ja gut, ich mag halt immer Sachen, die halt sehr außergewöhnlich sind oder die man halt so gut wie gar nicht am besten bekommt. Ne? Ja. Ansonsten trage ich halt selber immer gerne einfach so auch viel No-Name-Sachen oder hier zum Beispiel, das ist halt einfach ein No-Name-Pullover von irgendeinem, ich weiß gar nicht von welcher Marke. Okay. Ich kombiniere das halt auch immer, ne? Ja. Zum Beispiel hier, das ist auch so eine Hose hier, diese von Levi's, wovon ich vorhin erzählt habe und so. Ja. Ja, wie gesagt, ich mache mir auch gerne alleine Sachen. Hier genauso wie die Jacke, die habe ich mal für ein Videodreh. Hashtag, da habe ich die an mir extra gemacht, also das ist halt ein Patch und eine ganz normale Alpha-Jacke. Hier vorne ist auch noch ein Patch drauf. Ja, okay. Genau. Da habe ich die Patches herstellen lassen und das ist halt so im Prinzip jetzt auch ein Unikat. Ja. Haben auch einige Leute danach gefragt, aber Gibt's nicht. Gibt's nur einmal, ja, tatsächlich. Okay, dann noch eine abschließende Frage zu deinem Kleiderschrank. Wir haben ja jetzt hier so viele Sachen, wir können jetzt nicht alles mit reinnehmen. Das Video wird sonst zu lang werden. Wenn du jetzt alles mal zusammenrechnen würdest, was schätzt du, was für einen Wert dieser Raum hat? Oder boah, die gesamten Kleidungsstücke? Also die Sachen, die tatsächlich, also ja, boah, das ist echt schwer zu sagen. Ich weiß es nicht genau. Ich denke, weil du hast mal, ja hier echt so viele Klamotten. Es ist eine ganze Menge. Also alleine, guck mal, wenn ich jetzt Wert, ja, alleine die Schuhe, sage ich mal, die Nike Max oder auch die Schuhe hier, die Nike Fear of God, die habe ich tatsächlich auch getragen. Ja. Die kriegt man ja auch mega schwer, ne? Also man muss halt viel Geld hinblättern. Ja. Allein der Schuh kostet, ich glaube, ich habe den relativ günstig bekommen. Aber so, wenn man den jetzt so irgendwie sich kaufen will, kostet der schon, ich glaube, 700 Euro oder so. Das ist schon ganz schön viel Geld, ja. Hab den halt günstiger bekommen, genauso wie die Nike Mac. Aber wenn du jetzt fragst nach dem Wert, allein die Nike Macs kosten halt, da musst du auf jeden Fall 10.000 Euro hinlegen, ne? Bei den Hosen, das kann ich momentan gar nicht einschätzen. Mhm. Also neu. Das sind halt, wie gesagt, der Typ vom Levi's Store meint, die gehören normalerweise ins scheiß Museum. Ja. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Ich denke mal, dass du pro Hose, wenn du da einen Fan findest oder wenn ein Levi's Store sagt, ey, wir wollen die bei uns ausstellen oder irgendwie was haben, kriegst du da bestimmt 300, 400, 500 Euro für. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ja. Ich würde sogar noch mehr schätzen. Würdest du noch mehr schätzen? Ja, ich weiß ja, also wenn die limitiert sind und die es gar nicht mehr gibt. Ja, das sind halt einfach so eine Vorführhosen. Ich weiß es nicht genau, warum die das gemacht haben. Ne? Also kann man ja mal googeln. Man findet da so vereinzelt so ein paar, aber es sind halt nicht die Hosen. Ne? Ja. Levi's, Red,
gekauft habe. Weiß ich nicht. Habe ich 5 Hosen von, pro Hose würde ich sagen 500 Euro, aber Ja, okay, also wir haben jetzt mit 2-3 Teilen schon fast 15.000 Euro, ne? Ja, allein die, wie gesagt, die Schuhe sind halt so mega krass, ne? Okay, super. Dann würde ich sagen, war es das erstmal mit seinem Kleiderschrank, ne? Vielen Dank, dass du uns deinen Kleiderschrank gezeigt hast, Money Mark. Sehr gerne. Wenn ihr Money Mark verfolgen wollt, unten in der Videobeschreibung habt ihr sein Instagram, YouTube. YouTube auch. Ich mache auch Lieder. Ganz fresh, ganz neu. Ballern. Das ist Atzenmusik TV. Ach so. Genau, Atzenmusik TV. Könnt ihr gerne abonnieren. Würden wir uns freuen. Haben wir jetzt einen neuen Track draußen, der heißt Ballern. Die Atzen ballern. Und ansonsten habe ich selber auch noch einen YouTube-Channel, kann ich aber noch nicht benennen, weil ich den noch nicht lange habe. Und da kennst du dich besser aus. Man muss den eine Zeit lang haben und man braucht eine gewisse Anzahl von Abonnenten. Ne? Du kannst den schon haben und was hochladen, aber du kannst halt erst monetarisieren und was weiß ich. Aber benennen auch, ne? Den konnte ich halt noch nicht benennen. Also du kannst einen Kanalnamen machen, aber den Link zum Kanal noch nicht ändern. Ja, genau. Ja. Das kann aber ich halt noch in die nicht. Beschreibung das rein. Kann ich noch nicht ändern. Er packt es in die Beschreibung genau. rein. Könnt da ihr kommen abchecken. Auch noch ganz viele witzige Sachen. Und ja, geil. Ja, perfekt. Lifestyle. Wir werden gleich noch 2 Videos drehen, Leute, deswegen checkt das unbedingt ab. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace.